Kapitel 14 2037 Stunden, 27. November 2525, Militärischer Kalender. Im Orbit über Chicheti 5. John steuerte den Pelican durch die Atmosphäre des Planeten in Richtung der letzten bekannten Position der Commonwealth. Die Fregatte hatte sich 10 Millionen Kilometer innerhalb des Systems vom ursprünglich geplanten Treffpunkt entfernt. Dr. Halsey saß im Sitz des Co-Piloten und spielte nervös mit den Verschlüssen ihres Raumanzugs. Im hinteren Bereich befanden sich die Spartans, die drei Techniker der Damaskus-Einrichtung und ein Dutzend Mjolnir-Anzüge. Es fehlten jedoch die KIs, die John bei seiner Ankunft gesehen hatte. Dr. Halsey hatte gerade genug Zeit gefunden, um ihre Datenbankspeicher zu entfernen. Es war eine enorme Verschwendung, solch teure Ausrüstung zurückzulassen. Dr. Halsey untersuchte die Kurzstreckensensoren des Schiffs und sagte: Captain Wallace versucht vielleicht das Magnetfeld von Chicheti auszunutzen, um die Plasmawaffen der Allianz abzulenken. Beilen Sie sich, Petty Officer. Ja, Ma'am. John steigerte die Triebwerksleistung auf 100 Prozent. Allianzschiff auf Backbord, sagte sie. Entfernung drei Millionen Kilometer, nähert sich der Commonwealth. John ließ sich die Vergrößerung auf den Bildschirm legen und entdeckte das Schiff. Seine Hülle war durch den Einschlag der MBK-Granate in einem Winkel von 30 Grad verbogen, aber es bewegte sich noch immer fast doppelt so schnell wie die Commonwealth. Doktor, sagte John, funktioniert die Mjolnir-Rüstung auch im Vakuum? Natürlich, antwortete sie. Das war eine unserer ersten Konstruktionsprioritäten. Der Anzug kann die Atemluft 30 Minuten lang recyceln. Er schützt außerdem vor Strahlung und EMP. Er wandte sich über das Intercom an Sam: Mit welchen Raketen ist dieser Vogel bestückt? Ein Moment, Sir, antwortete Sam. Seine Stimme kehrte kurz darauf zurück. Wir haben zwei Raketenwerfer mit jeweils 16 h will zu. Stellen Sie ein Team zusammen und verlassen Sie das Schiff. Entfernen Sie die Sprengkörper aus den Kapseln. Alles klar, erwiderte Sam. Halsey wollte ihre Brille hochschieben, schlug jedoch nur mit dem Finger gegen das Sichtfenster ihres Raumhelms. Darf ich fragen, was Sie vorhaben, Petty Officer? John ließ den Kommunikationskanal offen, damit auch die Spartans seine Antwort hören konnten. Erbitte Erlaubnis, das Allianzschiff angreifen zu dürfen, Ma'am. Ihre blauen Augen weiteten sich. Das lehne ich entschieden ab. Wenn ein Kriegsschiff wie die Commonwealth es nicht zerstören könnte, dann hat ein Pelikan erst recht keine Chance. Nicht der Pelikan, das stimmt, bemerkte John. Aber ich glaube, wir Spartans haben eine Chance. Wenn es uns gelingt, ins Innere des Schiffs zu gelangen, können wir es zerstören. Dr. Halsey biss sich nachdenklich auf die Unterlippe. Wie wollen Sie an Bord gelangen? Wir gehen ins All und benutzen die Steuerdüsen, um das Schiff auf seinem Weg zur Commonwealth abzufangen. Sie schüttelte den Kopf. Wenn ihnen auch nur ein klitzekleiner Fehler bei der Kursberechnung unterläuft, wenn sie das Schiff um Kilometer verfehlen. Schweigen. Ich mache keine Fehler, Ma'am, sagte John schließlich. Sie haben reflektierende Schilde. Das ist richtig, antwortete John. Aber Ihr Schiff ist beschädigt. Möglicherweise mussten Sie die Schilde reduzieren oder ganz abschalten, um Energie zu sparen. Und falls nötig, können wir auch mit einem Sprengkopf ein Loch in die Barriere sprengen. Er machte eine Pause und fügte dann hinzu. Außerdem gibt es ein großes Loch in Ihrer Hülle. Ihre Schilde decken diesen Bereich vielleicht nicht vollständig ab. Das ist ein enormes Risiko, murmelte Dr. Horsey. Bei allem Respekt, Ma'am, das Risiko ist größer, wenn wir hier verweilen und nichts tun. Wenn sie die Commonwealth zerstört haben, werden sie sich gegen uns wenden und wir werden sie so oder so bekämpfen müssen. Es ist besser, wenn wir als Erste angreifen. Sie blickte gedankenverloren ins All. Schließlich seufzte sie resigniert. Also gut, tun Sie es wie vorgeschlagen. Sie verlegte die Steuerkontrolle auf ihre Station und sprengen Sie sie in die Hölle. John kletterte in den hinteren Bereich. Seine Spartans nahmen Haltung an. Er fühlte eine Welle des Stolzes. Sie waren bereit, ihm zu folgen, obwohl er sie buchstäblich dem Tod zum Fraß vorwerfen würde. Ich habe die Sprengkörper, teilte Sam mit. Es war schwer, ihn mit jemandem zu verwechseln. Er war der größte Spartan und wirkte in seiner Rüstung nun noch beeindruckender. Für jeden ein, fügte Sam hinzu und reichte John eine der Bomben. Die Zeitzünder sind bereits eingestellt. Die Dinger sind mit einem selbsthaftenden Polymer behandelt. Du kannst sie einfach an den Anzug hängen. Spartans, sagte John. Setzt eure Steuerdüsen ein, sobald wir draußen sind. Alle anderen er zeigte auf die drei Techniker, begeben sich in die vordere Kabine. Wenn unsere Mission fehlschlägt, werden sie den Pelikan angreifen. Beschützt Dr. Horsey. Er bewegte sich nach hinten. Kelly reichte ihm einen Rucksack mit Treibsätzen, den er anzog. Das Allianzschiff nähert sich, rief Horsey. Ich pumpe jetzt die Atmosphäre ab, um beim Öffnen des Schotts einen explosionsartigen Druckabfall zu vermeiden. Wir haben nur diesen einen Versuch, wandte sich John an die anderen Spartans. Gebt einen Abfangkurs ein und zündet die Düsen mit Maximalleistung. Wenn das Ziel seinen Kurs ändert, müsst ihr nötige Korrekturen so gut wie möglich schätzen. Wenn ihr es schafft, treffen wir uns auf der Hülle und zwar am Loch. Wenn ihr das Schiff verfehlt, nehmen wir euch auf, sobald wir alles erledigt haben. Er zögerte und fügte hinzu: Und wenn wir es nicht schaffen sollten, schaltet eure Systeme auf Minimalleistung und wartet auf UNSC-Verstärkung. Es wird weitere Schlachten geben, also verschwendet nicht eure Leben. Für einen Moment herrschte Stille. Sollte jemand einen besseren Plan haben? Dann darf er ihn jetzt vorschlagen. Sam schlug John auf den Rücken. Das ist ein toller Plan. Wir werden es leichter haben als auf Chief Mendes Spielplatz. Eine Gruppe von Kleinkindern könnte das schaffen. Natürlich, sagte John. Sind alle bereit? Sir, sagten sie. Wir sind bereit, Sir. John schaltete die Sicherheitssperre ab und tippte den Code ein, um den Bug des Pelikan zu öffnen, der lautlos aufschwang. Draußen herrschte unendliche Dunkelheit. Er hatte das Gefühl, ins luftleere All zu stürzen, aber der Anflug von Schwindel legte sich rasch. Er stellte sich an den Rand der Rampe und hielt den Sicherheitsgriff mit beiden Händen fest. Das Allianzschiff war ein winzig kleiner Punkt in der Mitte seines Sichtfensters. Er berechnete seinen Kurs. Und zündete die Düsen mit Maximalleistung. Die Beschleunigung presste ihn gegen die Schulterriemen. Er wusste, dass die anderen direkt hinter ihm starten würden, konnte sich jedoch nicht umdrehen. Er dachte auf einmal daran, dass das Allianzschiff die Spartans für herannahende Raketen halten könnte. Und seine Verteidigungslaser waren verdammt zielgenau. John aktivierte den Kommunikationskanal: Doktor, wir könnten ein wenig Ablenkung gebrauchen. Wenn Captain Wallace ein paar Raketen übrig hat, Verstanden, sagte sie. Das Allianzschiff auf seinem Bildschirm wurde rasch größer. Die Triebwerke leuchteten auf. Es drehte sich leicht. Bei einer solchen Geschwindigkeit bedeutete selbst eine geringfügige Kurskorrektur, dass es sein Ziel möglicherweise um 10.000 Kilometer verfehlen würde. John korrigierte seinen Kurs mit der gebotenen Sorgfalt. Die Impulslaser an der Seite des Allianzschiffs leuchteten auf, sammelten Energie, bis sie in einem hellen Neonblau leuchteten. Und feuerten, allerdings nicht auf ihn. John nahm Explosionen am Rand seines Gesichtsfelds wahr. Die Commonwealth hatte eine Salve ihrer Archer-Raketen abgefeuert. Um ihn herum leuchtete ein orange-rotes Feuerwerk auf, in völliger Stille. Johns Geschwindigkeit war jetzt fast so hoch wie die des Schiffs. Er näherte sich der Hülle an. 20 Meter, zehn, fünf? Doch dann zog das Schiff plötzlich von ihm weg. Es war zu schnell. Er aktivierte die Steuerdüsen und bewegte sich jetzt schräg auf die Hülle zu. Das Allianzschiff beschleunigte unter ihm, aber er kam näher. Er streckte seine Arme aus. Die Außenhülle zog an seinen Fingerspitzen vorbei, war kein Meter entfernt. Johns Finger berührten etwas, das sich fast flüssig anfühlte. Er sah, wie seine Hand in eine fast unsichtbare, glasig schimmernde Oberfläche eintauchte. Der Energieschild. Verdammt. Der Schutzschild war aktiviert. Er blickte nach beiden Seiten. Das riesige Loch in der Hülle war nicht zu erkennen. Er glitt über die Hülle, ohne sie berühren zu können. Nein. Er konnte nicht akzeptieren, dass er so weit gekommen war, nur um zu scheitern. Ein Impulslaser leuchtete hundert Meter entfernt auf. Sein Sichtfenster passte sich gerade noch rechtzeitig an. Der Blitz blendete ihn dennoch leicht. John blinzelte und sah, wie der silberne Film sich wieder um den Sockel des Geschützturms schloss. Wurde der Schild abgeschaltet, um feuern zu können? Der Laser sammelte von neuem Energie. John musste schnell handeln. Sein Timing musste perfekt sein. Wenn er ankam, bevor er gefeuert wurde, würde er vom Energieschild abprallen. Traf er auf, während sich das Geschütz entlud, würde nicht viel von ihm übrig bleiben. Der Turm leuchtete unglaublich hell auf. John zündete seine Düsen, und steuerte auf die Laserkanone zu. Ihm fiel auf, dass der Treibstoff rasch aufgebraucht wurde. Er schloss die Augen und sah das blendende Licht durch seine Lider hindurch, fühlte die Hitze auf seinem Gesicht und öffnete die Augen gerade noch rechtzeitig wieder, um zu sehen, wie er auf der Hülle aufschlug. Die Oberfläche der Schiffswandung war glatt, verfügte aber über Einkerbungen und merkwürdige Unebenheiten, die sich perfekt als Griffe nutzen ließen. Der Unterschied zwischen seiner Geschwindigkeit und der des Schiffs riss ihm fast die Arme aus den Schultergelenken. Er biss die Zähne zusammen und packte entschlossen zu. Er hat es geschafft. John zog sich an der Hülle entlang auf das Loch zu, das von einem MBK-Projektil gerissen worden war. Nur zwei der anderen Spartans warteten hier auf ihn. Wieso hast du so lange gebraucht? fragte Sam über den Kommunikationskanal. Der andere Spartan hob die Verspiegelung des Sichtfensters auf. John erkannte Kellys Gesicht. Ich glaube, wir sind die Einzigen, sagte sie. Ich bekomme keine weiteren Antworten herein. Das bedeutete entweder, dass das Allianzschiff ihren Funkverkehr abschirmte, oder dass es keine anderen Spartans mehr gab, mit denen man hätte kommunizieren können. John ignorierte den letzteren Gedanken. Das Loch hatte einen Durchmesser von zehn Metern. Gezackte Metallzähne ragten nach innen. John blickte über den Rand und sah, dass das MBK Projektil tatsächlich das Schiff durchschlagen hatte. Er sah mehrere ungeschützte Decks, zerrissene Leitungen und verbogene Metallträger. Und auf der anderen Seite schwarzes All und Sterne. Sie begannen hinunterzuklettern. John stürzte bereits auf dem ersten Deck. "Schwerkraft", sagte er, obwohl sich nichts auf diesem Schiff dreht. "Künstliche Schwerkraft?", fragte Kelly. Dr. Halsey würde sich das bestimmt liebend gerne ansehen. Sie schießen weiter ins Innere vor, kletterten über Metallwände, vorbei an Ebenen mit und ohne Schwerkraft, bis sie ungefähr die Mitte des Schiffs erreicht hatten. John machte eine Pause und sah, wie sich Sterne auf beiden Seiten des Lochs bewegten. Sie griffen wahrscheinlich die Commonwealth an. Wir sollten uns beeilen. Er trat auf ein freiliegendes Deck, und die Schwerkraft beruhigte seinen Magen. Endlich konnte er zwischen oben und unten unterscheiden. Waffenprüfung, ordnete John an. Sie inspizierten ihre Sturmgewehre. Sie hatten die Reise unbeschadet überstanden. John schob ein Magazin mit panzerbrechender Munition hinein und bemerkte zufrieden, dass der Anzug die Zielerfassung automatisch ans Visier der Waffe anpasste. Er schwang das Gewehr über die Schulter und überprüfte den HE-Sprengkopf, der an seiner Hüfte hing. Der Zeitzünder schien funktionsfähig zu sein. John stand vor einer verschlossenen Luftschleuse. Sie war glatt und fühlte sich warm an. Vielleicht bestand sie aus Metall oder aus Kunststoff. Vielleicht lebte sie aber auch. Wer konnte es schon sagen? Er und Sam ergriffen sie auf beiden Seiten und zogen mit aller Kraft, bis der Mechanismus nachgab und die Türen sich öffneten. Mit einem Zischen entwich die Atmosphäre. Vor ihnen lag ein dunkler Gang, den sie in Formation betraten. Jeder schützte den toten Winkel des anderen. Die Decke war drei Meter über ihnen. John fühlte sich klein. Glaubst du, sie brauchen diesen Platz, weil sie groß sind? fragte Kelly. Das werden wir bald herausfinden, erwiderte er. Geduckt mit gezogenen Waffen bewegten sie sich durch den Korridor. John und Kelly gingen voraus. Sie brachten eine Kurve hinter sich und wurden von einer weiteren Luftschleuse gestoppt. John tastete nach der Fuge. Warte, sagte Kelly. Sie ging neben einer Schaltfläche mit neun Knöpfen in die Hocke. Jeder Knopf war mit einer runenartigen außerirdischen Sprache beschriftet. Diese Zeichen sind unverständlich, aber einer muss die Tür öffnen. Sie berührte einen davon und er leuchtete auf. Dann drückte sie auf einen anderen. Gas strömte in den Gang. "Na, zumindest funktioniert der Druckausgleich", sagte sie. John überprüfte die Sensoren. Nichts. Aber das außerirdische Metall blockierte möglicherweise die Taster. Versuch einen anderen, sagte Sam. Sie tat es, und die Türen öffneten sich. Der Raum dahinter war bewohnt. Eine außerirdische Kreatur mit Armen und Beinen stand vor ihnen. Sie war eineinhalb Meter groß. Die unebene, schuppige Haut zeigte eine kränklich wirkende, gelbfleckige Färbung. Purpurne und gelbe Flossen verliefen über Schädel und Arme. Glitzernde Glubschaugen ragten aus dem totenkopfähnlichen Gesicht des länglichen Kopfes hervor. John hatte die Erstkontaktszenarien des UNSC studiert. Sie hatten zu vorsichtigen Kommunikationsversuchen aufgefordert. Aber er konnte sich nicht vorstellen, mit einem solchen Ding zu verhandeln. Es erinnerte ihn an die Aasgeier auf Reach. Sie waren bösartig und dreckig. Das Wesen stand für einen Moment reglos da und starrte die menschlichen Eindringlinge an. Dann schrie es und griff nach etwas, das sich an seinem Gürtel befand. Seine Bewegungen waren schnell und vogelartig. Die Spartans legten ihre Gewehre an und feuerten drei Schüsse mit tödlicher Präzision ab. Panzerbrechende Munition schlug in das Wesen ein, zerfetzten Brust und Kopf. Es brach lautlos zusammen und schlug bereits tot auf dem Deck auf. Dickes blaues Blut trat aus dem Körper hervor. Das war einfach, sagte Sam. Er stieß das Wesen mit seinem Stiefel an. Sie sind nicht so unverwundbar wie ihr Schiff. Und dann hoffen wir mal, dass das so bleibt, antwortete John. Ich bekomme hier eine Strahlungsanzeige, sagte Kelly und zeigte tiefer ins Schiff hinein. Sie marschierten weiter den Korridor entlang und bogen in einen anderen ab. Kelly brachte eine Zielmarkierung an. Das doppelte blaue Dreieck leuchtete auf ihrem Sichtschirm auf. Sie stoppte vor einer weiteren Luftschleuse. Sam und John flankierten Kelly, gaben ihr Deckung. Kelly drückte die gleichen Knöpfe wie schon einmal, und wieder öffneten sich die Türflügel. Dahinter hielt sich ein weiteres Wesen auf. Es stand in einem runden Raum mit kristallinen Terminals und einem großen Fenster. Diese geierköpfige Kreatur schrie jedoch nicht und wirkte auch nicht überrascht. Sie wirkte wütend. Das Wesen hielt ein klauenartiges Gerät in der Hand, das sie auf John richtete. John und Kelly feuerten gleichzeitig. Kugeln flogen durch die Luft und prallten noch vor dem Außerirdischen von einer silbernen schimmernden Barriere ab. Ein heißer, bläulicher Energiestoß schoss aus der Klaue. Er erinnerte an das Plasma, das die Commonwealth getroffen und fast ein Drittel von ihr weggeschmolzen hatte. Sam warf sich nach vorn und stieß John aus der Schussbahn. Der Energiestoß traf Sam in die Seite. Die reflektierende Schutzschicht seiner Mjolnir-Prüstung leuchtete auf. Er fiel und hielt seine Seite umklammert, schaffte es aber noch, seine Waffe abzufeuern. John und Kelly rollten sich auf den Rücken und nahmen das Wesen ebenfalls unter Beschuss. Kugeln hagelten auf den Außerirdischen ein. Jede einzelne prallte als Querschläger von dessen Energieschild ab. John blickte auf seine Munitionsanzeige. Halb leer. Weiter feuern, befahl er. Der Außerirdische schoss ebenfalls weiter. Energiestöße trafen Sam, der zu Boden fiel. Seine Waffe war nutzlos geworden. John warf sich vor, rammte seinen Stiefel in den Schild des Außerirdischen und brachte ihn damit zum Kollabieren. Dann rammte er den Lauf seiner Waffe in den schreienden Mund des Wesens und zog den Abzug durch. Die Kugeln durchschlugen das Geschöpf und sprühten blaues Blut und Knochenstücke gegen die Wand dahinter. John stand auf und half Sam vom Boden auf. Ich bin okay, sagte Sam, hielt sich die Seite und schnitt eine Grimasse. Ach, nur etwas angeröstet. Die reflektierende Schicht seiner Rüstung war geschwärzt. Bist du sicher? Sam winkte ab. John stand vor den Überresten des Außerirdischen. Er fand ein Stück Metall, das dazu gedacht war, am Arm angebracht zu werden, und hob es auf. Er drückte auf einen der drei Knöpfe, aber nichts geschah. Er befestigte es an seinem Arm. Vielleicht konnte Dr. Halsey etwas damit anfangen. Sie betraten den Raum. Das große Fenster war einen halben Meter dick. Es gab den Blick auf einen größeren Raum frei, der sich über drei Decks erstreckte. Ein Zylinder nahm die gesamte Länge ein. Rote Lichter leuchteten darin auf, wie eine Flüssigkeit, die vor und zurück schwappte. Unter dem Fenster auf ihrer Seite befand sich eine glatte, abgewinkelte Fläche. Eine Kontrollstation? Auf der Oberfläche sah man kleine Symbole, leuchtend grüne Punkte, Linien und Quadrate. Das muss die Quelle der Strahlung sein, sagte Kelly und zeigte in den Raum. Ihr Reaktor oder vielleicht ein Waffensystem? Ein weiterer Außerirdischer ging an dem Zylinder vorbei. Er entdeckte John. Ein silberner Schimmer legte sich um ihn. Er schrie und watschelte alarmiert zur Seite, bevor er Deckung suchte. Ah, das gibt Ärger, sagte John. Ich habe eine Idee. Sam hinkte nach vorne. Gib mir Sprengsätze. John und Kelly gehorchten. Wir schießen aus diesem Fenster, aktivieren die Zeitzünder der Bomben und werfen sie dort hinein. Dann kann die Party losgehen. Okay, aber lass uns das tun, bevor die Verstärkung eintrifft, drängte John. Sie drehten sich um und schossen auf die Scheibe aus Kristall. Sie knackte, wurde brüchig und zerplatzte. Wirf die Sprengköpfe, sagte Sam. Und dann nichts wie weg hier. John bestätigte die Zeitzünder. Drei Minuten sagte er, das gibt uns genügend Zeit, um zur Oberfläche zu gelangen und das Schiff zu verlassen. Er drehte sich zu Sam um. Du musst hier bleiben und sie aufhalten. Das ist ein Befehl. Wovon redest du? Fragte Kelly. Sam weiß Bescheid. Sam nickte. Ich kann sie so lange aufhalten. Er sah zuerst John an, dann Kelly. Er drehte sich um und zeigte ihnen. Die Brandwunde an der Seite seines Anzuges. Das Loch darin war groß wie seine Faust, und die Haut darunter war schwarz und brüchig. Er lächelte, aber seine Zähne blieben vor Schmerz zusammengebissen. Das ist nicht der Rede wert, sagte Kelly. Wir haben dich schnell wieder zusammengeflickt. Wenn wir erst zurück sind. Sie hielt inne. Genau, flüsterte Sam. Der Rückweg könnte zum Problem für mich werden. Das Loch. John berührte es mit einer Hand. Wir haben nichts, um es zu flicken. Kelly schüttelte den Kopf. Wenn ich das Schiff verlasse, wird der Unterdruck mich umbringen, sagte Sam und hob die Schultern. Nein, knurrte Kelly. Nein, wir kommen alle wieder lebend hier raus. Wir lassen keine Kameraden zurück. Er hat seine Befehle, sagte John zu Kelly. Ihr müsst mich zurücklassen, sagte Sam zu Kelly. Und behaupte nicht, du würdest mir deinen Anzug leihen. Drei Techniker haben auf Damaskus 15 Minuten gebraucht, um uns anzuziehen. Ich weiß noch nicht mal, wo man ihn öffnet. John blickte zu Boden. Der Chief hatte ihm damals gesagt, er müsse Männer in den Tod schicken. Er hatte aber nicht gesagt, dass es sich so anfühlen würde. Verschwendet keine Zeit mit Reden, sagte Sam. Unsere neuen Freunde werden nicht warten, bis wir uns einig geworden sind. Er aktivierte die Zeitzünder. So. Jetzt ist es entschieden. Ein dreiminütiger Countdown erschien in einer Ecke ihres Helmbildschirms. Geht schon. Ihr beide. Los. John ergriff Sams Hand und drückte sie. Kelly zögerte und salutierte. John drehte sich um und zog sie am Arm. Komm, Spartan, sieh nicht zurück! In Wahrheit aber war es John, der nicht wagte, zurückzublicken. Hätte er es getan, wäre er bei Sam geblieben. Es war besser, mit einem Freund zu sterben, als ihn zurückzulassen. Aber so sehr er auch neben seinem Freund kämpfen und sterben wollte, musste er dem Rest der Spartans doch auch als Beispiel dienen und für die nächste Schlacht weiterleben. John und Kelly schlossen die Luftschleuse hinter sich. Leb wohl, flüsterte er. Der Countdown lief gnadenlos weiter. Zwei Minuten fünfunddreißig. Sie rannten durch den Gang, öffneten die Versiegelung am Außenschott. Die Atmosphäre entwich. Eine Minute fünf. Sie kletterten durch die verzogene Metallschlucht, die das MBK-Projektil in die Hülle gerissen hatte. Dreiunddreißig Sekunden. Da sagte John und zeigte auf den Sockel eines sich aufladenden Impulslasergeschützes. Sie krochen darauf zu und warteten, während das tödliche Leuchten heller wurde. Zwölf Sekunden. Sie duckten sich und hielten einander fest. Der Laser feuerte. Die Hitze verbrannte Johns Rücken. Sie stießen sich mit all ihrer durch die Mjolnir-Rüstung verstärkten Kraft ab. Null Sekunden. Der Energieschild öffnete sich und sie verließen das Schiff, wurden in die Dunkelheit geschleudert, weit hinaus. Das Allianzschiff erbebte. Rote Blitze erschienen im Inneren. Dann stieg eine Stichflamme hervor, blähte sich auf und stürzte zurück, weil sie am Schild abprallte. Das Plasma verteilte sich über das Schiff. Der Schild schimmerte und erbebte silbern. Er hielt die zerstörerische Kraft im Inneren gefangen. Metall glühte auf und schmolz, die Türme des Impulslasers fielen ins Schiff, die Hülle warf Blasen und kochte, das Schild brach zusammen und das Schiff explodierte. Kelly hielt sich an John fest, tausende geschmolzene Fragmente schossen an ihn vorbei, kühlten sich von weiß glühend über Orange und Rot ab, bis sie im Dunkel der Nacht verschwunden waren. Sams Tod hatte ihnen gezeigt, dass die Allianz nicht unverwundbar war. Sie konnte geschlagen werden, wenn auch zu einem extrem hohen Preis. John verstand endlich, was der Chief gemeint hatte, dem Unterschied zwischen einem geopferten und einem verschwendeten Leben. John wusste jetzt, dass die Menschheit eine Chance hatte, und er war bereit, dafür zu kämpfen.